Hallo liebe Facebook-Freunde, ich bin Ruth Honkamp, ich bin bei der UV zuständig für die Berichterstattung aus Stinklage und darum bin ich natürlich hier heute beim Rheinischen Hof an der Burgstraße, denn hier ist der Kleintiermarkt, traditionell von den Nachbarn der Burgstraße wird er veranstaltet, immer passend zum Fettmarkt. Neben mir steht Josef Susen, der mit zu den Organisatoren seit Jahren gehört. Herr Susen, wie kam es dazu, dass diese Veranstaltung gemacht wurde? Ja, früher war das eine große Truppe. Mittlerweile sind schon von dieser Truppe 6 verstorben. 2 sind aus Altersgründen ausgeschieden und 5 sind dementsprechend übergeblieben. Und weil wir nun die Jüngsten sind, sind wir da so langsam mit hineingewachsen. Sie haben mir vorhin erzählt, dass immer der Erlös des Losverkaufs für einen guten Zweck verwendet wird. In diesem Jahr ist hier in Dinklage ja die Mutkugel eingeweiht worden. Das ist ein Projekt, das auch im Zusammenhang steht mit einem Gedenkweg für Kardinal Clemens August Graf von Galen, der hier in Dinklage geboren wurde. Für diesen Gedenkweg haben Sie auch jetzt gespendet, haben Sie mir erzählt. Richtig, auf dem Eschweg soll noch ein zweites Denkmal erstehen von dem Künstler Bullermann. Und dazu haben wir in diesem Jahr 500 Euro gespendet. Und wir müssen mal den Erlös abwarten, den wir heute vielleicht einspielen, ob im nächsten Jahr auch wieder die gleiche Spende zu erwarten ist. Moin, Herr Susen. Sie sind gleich im Mittelpunkt hier. Sie machen die Auktion. Ich glaube, die Leute warten auch schon etwas. Aber können Sie uns kurz vorher mal einmal erklären, warum der Fettmarkt eigentlich Fettmarkt heißt? Der Fettmarkt heißt Fettmarkt, weil früher im Herbst das fette Vieh zum Markt getrieben wurde und dann dort dementsprechend verkauft wurde. Und an diese Tradition wollen wir anknüpfen mit dem Fettmarkt und deswegen wollen wir auch heute ein fettes Schwein versteigern. Das hört sich gut an und wie man heute so sagt, ist voll fett hier beim Fettmarkt.